Ich kümmere mich schon um jeglichen anderen Kram. Du kannst dich um die Hunde kümmern. Das war sehr schlau. So. Mal wieder querfeld ein. Oder auch nicht querfeld ein. Nein, nein, nein. Wir gehen hier lang. Ich will nicht mit Hundis spielen. Hundis sind blöd. Weil die wehtun. So. Jetzt wollte ich aber erstmal gucken, was das hier überhaupt ist. Kann ich mit dir machen. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Hört sich gut an. Gut, mach mal vor. Du wirfst, dann werf ich und dann... Schweinehund! Das war sehr genau. Gut. Jetzt darf ich, oder wie? Ich und zielen. Fuck. Okay, ich habe mehr Punkte gemacht als du. Na los, wirf. Ich habe jetzt schon mehr Punkte. Überspringen, verdammt. So. Okay, Messer werfen's. Nah dran. Jetzt darfst du. Du hast geworfen, jetzt darf ich. Messer werfen. Ja, okay, das war auch schon mal besser. So. Du hast 40. Sind es doch nicht so zielsicher. Scheiße. Wo wirst du auch hin? So, und jetzt? Nicht übel. Das war nicht gewollt, aber danke. Schon gut, schon gut. Du gewinnst. Yay, ich habe 100 gewonnen. Aha. Nochmal versuchen? Nö, hab schon. Tschüss. War nur ein Versuch. Ich wollte mal wissen, was das ist. Und auch minimal hat es dazu beigetragen, dass ich nochmal extra 100 Dollar bekommen habe. Wie sieht es gerade mal mit den Fähigkeitspunkten aus? Noch etwas an. 325. Gut, dann rattern wir jetzt erstmal querfeld ein mit den mit dem hier. Wieso bist denn du eigentlich tot? Ah, Redestifte. In meiner Show. Okay. Ja, mach mal. Wohin? Dahin. Ständiger ging's nicht. Und da. Erfolg. Ich habe alles niedergerannt, aber Erfolg. Gut. Klappt schon. Hallo. Ich habe nichts kaputt gemacht. So. Was sie heute wohl kocht? Jo. Ach, gar nicht gemerkt, dass es schon fast alles leer ist. Kann man mal sehen, wie nachlässig ich bin. Gut. Haben wir noch was, womit ich mich beschäftigen kann, damit ich nicht zu Medusa muss? Ja. Wir können auch mal Tiere jagen gehen. Machen wir es doch mal glatt. Ja, die paar Meter können wir auch latschen. Ja, da gibt's. Oh, nimm diese scheiß Hunde von mir. Überall, wo ich hingehe, höre ich Hunde. Das ist schlimm. Und nein, es ist nicht mein Hund. Der ist nicht in meinem Zimmer.
Der würde sich auch gar nicht trauen, so zu heulen. Da. Geh einfach weiter, einfach weitergehen. Einfach ignorieren, dass da jeweils Hunde waren. Weil ich und meine Zielsicherheit und dann Hunde, die so rumspringen, das wird nichts. So, hier haben wir Prüfung der Rakia. Da wollen wir nicht hin, weil ich schon ausprobiert und ich gefailt und nicht schön. Sieger! Was? Ich brauche Ziegenfell. Und da stand eine Ziege. Dann nehmen wir das Fell gleich mal mit. Für was haben wir? Na, erstmal Ziege. Erstmal gucken, was wir über die Ziegen sagen können. Ziegen gibt es Verfug, allen seit Menschen gedenken. Sie werden wegen ihres Fleisches, ihrer Wolle und anderen Dingen gehalten. Für die Insulaner ist Ziegendiebstahl ein ernstes Verbrechen und ein Ziegendieb wird ausgestoßen. Andere Vergehen an einer Ziege werden jedoch gebilligt, wenn man die Ziege danach wenigstens einmal ausführt. Ach, gönn einem alten Mann doch auch mal seinen Spaß. Gut, ja, okay. Ich frag gar nicht. So, was haben wir? Einfacher Fellköcher. Oh, nehmen wir gerne. Robuster Fellköcher. Tapirfell. Sag's mir, dass ich das Tapirfell nicht mehr habe. Munitionsbeutel. Wurfgeschossbeutel, Springschen. Raketenbündel. Waffengurt. Was war das? Bin gerade wahrscheinlich in irgendwo einer Ziege geraten. Gibt's hier Ziegen? Wenn ja, fände ich das jetzt mal so knorke, als ich mich hier gleich mal ein bisschen austobe. Weil das nehmen wir doch gerne. Wenn es hier Ziegen gibt, das sehen wir doch gerne. Wenn es hier keine gibt, ist auch gut. Aber eine hat schon mal gereicht. Jetzt wahrscheinlich müssen wir dann auch wahrscheinlich Ziegenjagd gehen oder mal wieder anderes Wild. Je nachdem, was es hier zu finden gibt. Ach ja. Jo. Latsch mal zurück und ich habe schon wieder nichts drin, wo ich hin soll. So. Hallo Person. Sub. Okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier gerade durch. Und gucken mal, ob es mal hier irgendwo feine Bogen zu kaufen gibt. For Meat. Schön. Sag mir mal, ob du hier und so spezielles Leuchtpistole, Ressourcenbogen, genau. Den kaufen wir uns gerne. Ich kann nur eins mitnehmen, ist mir aber egal. Anpassen. Rotpunktvisier oder Scharfschützen-Zielfernrohr? Scharfschützen-Ziel. Dschungeltag, wunderschön. Das Scharfschützenzielfernrohr verfügt über eine bessere Vergrößerung, ein gut sichtbares Fadenkreuz. Dieses Visier wurde für eine schnelle Zielfassung konzipiert und verbessert deine Treffsicherheit. Na, nehmen wir das. So. Ich lasse meine MP trotzdem hier noch. Ohne die kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Ah, ich danke dir vielmals. Ich wollte jagen und hatte Glück. Ja, ja, ist gut. Die teile ich gern. Ich habe selbst noch Sachen zu tun. Gut, was haben wir hier? Bären haben ein Pharma-Zerfleisch. Erledige sie an der Tierort gestellten Wurzendörfer. Bärenfell hat man auch noch nicht. Bärenfell braucht man auch. Schmeiße ich besser noch nicht weg. Erreiche den Ort und rüste dich aus. Die paar Meter können wir latschen, das ist ja nicht so weit weg. Komme ich nur runter, runter, ohne mir irgendwas zu brechen? Ist das möglich? Sieht so aus. Wie? Hier unten.
stehen noch nicht mal im Wasser. Danke. Gut. Laufen. Laufen. Jason, ich würde es wirklich wunderschön finden, wenn du mal einen schnelleren Gang einlegen könntest. Als das. Was war denn das jetzt? Ich muss jetzt hier rüberspringen, weil das ist total wichtig und cool und so. Oder wie? Hallo, Boot. Kann ich dich eigentlich? Nee, dich kann ich nicht schubsen. Schade. Egal. Dann nehmen wir wenigstens die Zigaretten noch mit. So, kommst du hier hoch? Ja. Das ist schön. Okay, also das nehmen wir gleich jetzt erstmal. Das. Jo. Ein bisschen blutig hier. Egal. Ja, ja. Ich nehme ja auch nur. Genau. Nimm und halt. Übrige Tiere. 2. Oh Gott, jetzt darf ich das auch noch suchen. Handbuch. Handbuch sagt mir was über Waffen. Waffen sagen mir Ressourcenbogen. Hätte ich ja sowieso schon sehen können. Egal. Diese Bögen wurden von den Hunnen, Griechen, Türken und den Sandmädchen und Dick Cheney benutzt. Wenn eine Zivilisation vom Pferd aus die Welt erobert hat, hatten sie vermutlich Ressourcenbogen dabei. Andere Ressourcenbögen stehen aus Fiberglas oder Carbon statt Holz und sind widerstandsfähiger und zuverlässiger. Es ist doch schön zu wissen. Ich brauche trotzdem die verdammten Bären irgendwo, um mir selbst dabei noch Fuß abzuschießen. Sind das Bären? Nee, es können keine Bären sein. So? Nee, das ist nur ein Boot. Hätte ja klappen können. Oh. Ja, natürlich. Wir gehen einfach dahin, wo es uns gezeigt wird. Ich glaube, da kommen wir eher voran als. Ja. Okay, da drin sollen jetzt noch 2 Bären sein. Na gut. Oh, das wird nicht gut. Komm, fall in. Okay. Könntest du bitte schneller nachladen? Danke. Bärenfell. Hallo Leiche. Das muss ich auch mal kurz plündern. Leeres Feuerzeug, das bringt's. Ich seh's nicht, ich seh's nicht. Nein, ehrlich, ich seh's wirklich nicht, wo er steht. Oh! Könntest du bitte? Danke. Ekelhaft. Egal, du hast Bärenfell. Freu dich darüber. So, das. Schön, ich sehe noch nicht mal, wo ich zurück kann. Ach, da. Leute, müsst ihr euch andauernd umbringen, wenn ich nicht da bin? Schlimm. So. Ja, wenn du schon sterben... Ist gut. Ist gut, haben verstanden, du stirbst gerade. Schön. Interessiert mich nicht, ob du stirbst oder so. Okay. Ihr wollt mich doch verarschen. Nee, oder? Nicht noch mehr Hunde. So, jetzt könnt ihr mich mal. Hundefell brauche ich noch nicht mal. Gott. Miep. Wo ist schon wieder meine Waffe hin? Ah.
Miezekatze! Miezekatze! Mieze! 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 Komm mal her! Miez, Miez! Komm her! Renn nicht weg! Komm her! Danke dafür, dass du den umbringen willst, aber ich brauche dich auch mal als Fell. Ich brauche dich mal als Fellspender. Jetzt renn nicht weg! Ich brauche doch auch Fellspender.